Es soll ja Leute geben, die meinen, dass Segelfliegen eintönig und langweilig sei. Aber mal Hand aufs Herz, in einem Segelflugzeug unter den Wolken zu kreisen, vielleicht sogar zusammen mit einem einsamen Bussard, diese Vorstellung hat doch was. Jetzt hat die Segelfliegersaison wieder begonnen. Wir sind beim Luftsportverein Burgdorf mitgeflogen und haben die Region aus der Vogelperspektive erlebt. Andere Jungs in seinem Alter verbringen ihre Osterferien mit Fußballspielen oder vor dem Fernseher. Der 13-jährige Nils aus Dören hat sich ein neues, eher außergewöhnliches Hobby gesucht: Segelfliegen. Momentan darf er noch nicht alleine im Flieger sitzen, er hat aber große Ziele vor Augen. Mittlerweile bin ich noch 13 und werde im Juli 14, aber wir bemühen uns schon irgendwie um eine Sondergenehmigung, dass man auch mit 13 hier schon eintreten darf und hier mitmachen darf. Aber wenn ich hier mitmache, möchte ich auf jeden Fall auch meinen Flugschein machen. Der seit 1951 bestehende Luftsportverein Burgdorf hat seit dem 17. März seine Saison eröffnet. Seitdem gehen die Segelflieger wieder auf Strecke und legen nach dem Start bestenfalls mehrere hundert Kilometer zurück. Und das nur durch die Kraft der Sonne, die die Erde erwärmt. Die darüber liegende Luftschicht wird dadurch zum Aufsteigen gezwungen. Diese aufsteigende Luft lässt den Segelflieger immer wieder nach oben tragen und eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer die Stunde erreichen. Die Aufwinde sind also der Motor des Fliegers. Seit Beginn der Osterferien gibt es das Osterlager auf dem Flugplatz in Elershausen. Hier dürfen die schon erfahrenen Piloten erstmals wieder starten und die jungen Neulinge ihre ersten Erfahrungen sammeln. Der Verein kann sich große Erfolge zuschreiben. Das weiß auch der langjährige Pilot Heiner Stelter. Dann gibt es einen Wettbewerb, bei dem der LSV Burgdorf auch sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Im vergangenen Jahr sind wir Vizemeister geworden in der Segelflug-Bundesliga. An den Wochenenden wird geflogen. Die Vereine suchen sich ihre Strecken selber aus. Es kommt darauf an, in 2,5 Stunden so viel Kilometer wie möglich zu fliegen. Das heißt, eine möglichst hohe Schnittgeschwindigkeit. Die drei schnellsten Piloten bilden eine Mannschaft. Sonntagabend steht es im Internet, wer war wieder der Schnellste. Und in Burgdorf haben wir im vergangenen Jahr 6-mal sogar den Tagessieg gemacht. Insgesamt ganz knapp geschlagen, aber immerhin auf dem 2. Platz. Und inzwischen wird das auch weltweit berechnet und ausgewertet. Und da ist der Luftsportverein Burgdorf auf dem 4. Platz. Kein Verein weltweit meldet so viele sportliche Flüge pro Jahr wie der Luftsportverein Burgdorf. Daher ist er besonders in Deutschland, aber auch in ganz Europa sehr bekannt. Er bietet seinen Mitgliedern sehr viele verschiedene Flugzeuge. Jeder, der qualifiziert ist, kann dem Verein beitreten, die Flieger benutzen und an Wettbewerben teilnehmen. Mit 14 Jahren kann man mit der Segelflugausbildung beginnen. Mit 17 Jahren macht man dann den Luftfahrerschein, also den Führerschein der Lüfte. Nils versucht also, durch eine Sondergenehmigung schon mit 13 Jahren in den Luftsport einzusteigen. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei.